Hallo und herzlich willkommen zum 21. Teil des Rassebotschafters. Heute soll es um das Fjordpferd gehen. Und nun viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit den Eckdaten. Das Fjordpferd wird 1,35 m bis 1,50 m groß und ist immer als Falbe vorhanden. Sein Charakter wird als robust, ausgeglichen und gelehrig beschrieben und seinen Ursprung hat es in Norwegen. Es wird oft als Freizeitpferd, Lastpferd oder auch Zugpferd verwendet. Das norwegische Fjordpferd stammt, wie sein Name schon sagt, aus Norwegen, welches für seine Fjorde, das sind tiefe Einschnitte ins Land, bekannt ist. Der Norweger ist sehr ursprünglich geblieben und hat deutliche Ähnlichkeit mit dem Przewalski-Pferd der Mongolei und hat auch die sogenannten Zebrastreifen an den Beinen und den Aalstrich, ein dunkler Strich, welcher über die Wirbelsäule verläuft. Der genetische Ursprung des Fjordpferd gilt noch als nicht entschlüsselt, aber sicher ist, dass einige Zeit auch norwegische Dohlepferde mit eingekreuzt wurden, weil man die Norweger größer und tragfähiger machen wollte. Dies hatte sich aber nicht bewährt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts werden Fjordpferde ohne Fremdblut gezüchtet. Da die Zuchtbasis mit drei Stammlinien sehr eng ist, ist das Erscheinungsbild der Norweger sehr homogen. Stammvater ist der Hengst Njal, welcher mit seiner Nachkommen Bergfast, geboren 1912, Hakon Njal, geboren 1913 und Eja Blakin, geboren 1923, die Stammlinie gründete. Das Fjordi wurde in seiner Heimat nicht nur in der Landwirtschaft eingesetzt, sondern auch als Packpferd für Lasten. Die eher karge und felsige Landschaft brachten dadurch ein robustes, trittsicheres und genügsames Pferd hervor. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts geht der Bestand zurück, da die Arbeitspferde immer weniger gebraucht werden. Auch in Deutschland wurden Fjordpferde in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg als Arbeitspferde eingesetzt, da sie leicht futtrig waren und der Bestand eigener Pferde durch den Krieg dezimiert wurde. In dieser Zeit wurden die Norweger auch mit anderen Rassen gekreuzt und die Kreuzungen teilweise als Fjordpferde in den Zuchtbüchern eingetragen. Durch den Import reinrassiger Pferde wurde diese aber weitestgehend verdrängt. Aber auch in Deutschland wurden Arbeitspferde immer weniger benötigt und erst die zunehmende Zahl an Freizeitreitern entdeckten den Norweger neu. Kreuzungen mit anderen Rassen, um den Norweger leichter und sportlicher zu machen, waren erfolglos, aber auch in der Reinzucht konnte inzwischen ein sportliches Freizeitpferd entstehen. Das war also der 21. Teil des Rassebotschafters zum norwegischen Fjordpferd. Ich hoffe, es hat euch gefallen, würde mich wie immer über ein Abo und ein paar Kommentare sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis dahin, bye!